Krauts. Ja, eigentlich heißt es umgekehrt. Heute bist du nicht mein Sklave. Morgen wieder. Jetzt weiß auch Dwin, woher ich meine Art habe. Katzen haben mich jetzt umhängen. Also, solange wir das natürlich nicht haben, lohnt sich das nicht. Ja, wobei, warte mal. Ich würde das Ding mal zuziehen. Hat gerade ein Hase Yuga platt gemacht? Alter, was ist das denn für ein Hase? What the fuck, Alter? Jet, kannst du gerade mal den Hasen töten? Ich hab doch gesagt, er sollte sich spenden! Meine Güte! Wie sie da liegt. Er flätzt. Dring heilige Handgranaten. Und vielen lieben Dank für deine Bits. Entschuldige, ich bin so unfreundlich. Heilige Handgranaten. Ach du meine Güte. Oh, hier ist auch noch was. Große Skulptur aus Holz. Na gut, okay, die ist jetzt nicht so schön. Es gibt schönere. Komm, wir stellen die hier hin. Passt schon. Okay. Verrückt gewordener Hase, Alter. Tötet einfach meine Leute. Ich fass es nicht. Ich sag's euch, ich fass es nicht. So. Naja. Stopp. Ah, nein. Natürlich reißen die jetzt alles ab. Das war jetzt nicht im Sinne des Erfinders. Pass auf, jetzt reißt er trotzdem alles ab, Alter. Da kriege ich aber echt ein zu viel. Nee, alles gut. Jetzt passt es. So, wir trennen das einfach. Ein Riesenfaultier. Oh. Okay, jetzt kann ich auch das hier zuziehen erstmal. Zack. Und machen wir gleich das zweite. Dann ist es schon mal weg, dann stört uns das nicht. Oh. Jetzt wird hier aber geknüppelt wieder. Knüppelhot. Ja, wobei eigentlich brauchen wir diese Linie hier nicht. Die wäre vielleicht schon zu viel. Was wir eher machen könnten, ist das abbauen. Dann haben wir einfach mehr Platz nach links und rechts. Jetzt kommt der erste Überfall. Alle hier hin, bis auf Michi. Michi ist nämlich ein kleiner Schisshase. Okay, komm mal rüber. Da kommen sie. Oh, das wird hart. Wow. Was für ein Glück wir gerade hatten. Aber wo sind meine Schrotflinten-Leute da? Der ist auch weg. Okay, pass auf, wir machen was ein bisschen waghalsigeres. Ah. Yuga ist verletzt worden. Shit. Aua. Shit. Oh nein. Der ist tot. Ne, er hat's geschafft. Oh, der hat ihn weggehext. Die hauen ab! Nein! Leck mich fett, Alter. Okay. Oh Gott. Es kommt kein zweiter Bischof. Michi, du lebst noch! Holt die Leute schnell! Ah, einer wird wahrscheinlich sterben. Der lebt ja auch noch. Michi! Michi muss heilen. Rette Yuga. Zumindest das erstmal. Der könnte fast schon tot sein.
Ich frage mich, kann man nicht sofort heilen? Das war ja so meine Grundfrage. Michi, kannst du heilen erstmal? Nee. Ist echt so, gerade so. Also hätte der den jetzt hier nicht besiegt, wäre das... Der Typ war gefährlich, weil er Splitterhandgranaten dabei hat. Alter, das hätte so ins Auge gehen können. Auf dem Schoß. Oh, der ist tot. Okay, das ist nicht schlimm. Die können wir alle verbrennen. Michi kann sie alle verbrennen. Alter, das war aber echt knapp. Mein Kater, der hat im Grunde genommen nie Bock auf mich. Außer, es ist irgendwas ganz wichtig, was ich mache. Dann ist er auf einmal total interessiert. Aber nur dann. Ansonsten bin ich dem Scheiß egal. Michi trägt jemanden mit. Oh ne, hier hat einer schon eine Wundinfektion. Oh oh. Da werden Leute verbrannt von Michi. Michi, warte mal. Kennst du den gerade mal, dich um den kümmern? Und jemanden haben wir... Michi! Weißt du, scheiß Pazifist tötet natürlich Jet. Scheiße, Mann. Weißt du, kann keine Waffe in die Hand nehmen. Aber Hauptsache irgendjemanden umbringen. Diese fehlende Logik. Ich könnte es gerade kotzen, Alter. Leute, niemanden töten. Ich bin brav, ich bin brav. Komm her, du liegst im Krankenbett. Weißt du, so ein richtig Hinterfotzigen ist es. Boah, hab ich gerade einen Hals auf den Idioten. Ja, toll. Und jetzt liegt hier natürlich noch einer verbrannt rum. Verbrannt rum, der muss verbrannt werden, ey. Und den Dude irgendwo von da am Arsch der Welt, den er eigentlich hätte holen sollen, ist jetzt auch tot, oder was? Hat er direkt verbrannt wahrscheinlich. Ach, der ist tot, egal. Ah, das hilft mir ja auch nicht mehr. Das, was ich jetzt gerade hergestellt habe. Mann, das Drogenlabor. So ein Ficker, Alter. Hab ich noch nie erlebt. Schon okay, merke ich mir. Jetzt will er nicht meine Waffe in die Hand nehmen. Oh, ich bin Pazifist? Toller Pazifist, Alter. Killt einfach so einen Unschuldigen, weißt du? Der hockt da, weißt du? Ist schon so am Krächzen, ist schon fast am Arsch, ja? Und dann kommt er dann daher und sagt, okay, bam, 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 bam. Einmal oben drauf. Tot. Geil. Ciao, Bruder. Woher kommt das? Woher kommt diese Eingebung? Ist die göttlich? Ist die... Komm, hat er die... Ich hab keine Ahnung. Haben wir nur noch 5 Soldaten quasi. Michi ist der Einzige, der so eine Scheißrüstung hat. Der kann direkt einen Bauer anziehen hier. Baueranzug. Könnt ja mal seine Fähigkeit verlieren, ne? Hier, nimm mal hier. Soldat, Soldat, Soldat. Und du ziehst dich am besten Modist an oder so.
Passiert eben manchmal. Manchmal so zwischen Tür und Angel denkt er sich, oh, der Michi so, boah, Alter, ich hau den voll weg. Ich flank den voll weg, den Spacko. Ich bin ja Pazifist, das geht ja. Das merkt ja keiner. Oder was? Krieg ich so einen Hals, sag ich dir. Sein Arbeiter und nervt mich nicht. Da kommt ein Großhändler. Geil. Ja, genau so. Danke. So eine Scheiße, Mann. Michi ist behindert und kann nicht handeln. Also, ist wirklich so. Dafür muss ich den aber erstmal einsperren, bevor ich das machen kann. Bevor ich den verkaufen kann, muss ich den einsperren. Wobei, ich bin ja kurz davor, ihn eigentlich einzusperren. Gehen wir mal die Kamelhaut. Großkatze. Menschenhaut? Woher habe ich Menschenhaut? Igitt, Alter. Dünnes Leder, Schweineleder, Glatzleder. Komm, gib mir irgendwas dafür. Kein Alpaka, bitte. Gib mir deinen Pemmikan. Das da. Und gib mir deine Beeren. Das geht schon klar, Bruder. Echt kurz davor, den Michi echt an die Wand zu stellen. Das ist ja, weißt du, zu nichts zu gebrauchen. Aber Hauptsache andere Leute. Oh nein. Oh nein. Ja klar, lass den liegen. Juga, kannst du den mal retten? Danke. Was hat er denn? Wundinfektion extrem und Haiform. Natürlich, der hat nochmal fett einen durchgekifft, ey. Bevor der hier in Krieg kommt oder was. Oh. Direkt vor unserer Nase, das ist geil. Rette sie aber bitte und töte sie nicht gleich wieder. Vielleicht schließt sie sich uns an, dann haben wir wenigstens jemanden noch da. Das Feuer könnt ihr löschen. Warum rennt ihr alle weg? Danke, Michi. Du bist doch so ein Schnellen. Stirbt uns sonst weg. Perfekt. Dankeschön. Irgendwie haben wir es jetzt hinbekommen. Vielleicht schließt sie sich uns an, wie gesagt. Ich werde sie nicht töten oder so. Oh, sie hat jetzt eine Wundinfektion. Oh nein. Infektion in ihrem rechten Bein. Michi, behandel das mal. Und wenn es nicht klappt, muss Bein ab. So einfach ist das halt. Lieber Spooky Tim, natürlich bin ich noch wach. Was ist natürlich? Ja, ich bin noch wach. Aber was, warum bist du denn noch wach? Das ist, stellen wir uns jetzt mal gegenseitig rhetorische Fragen. Hm. Achso, Bishop ist ja tot umgefallen gefühlt. Ah, sie soll's schaffen. Naja, gut, okay. Ich verstehe dich, Twin. Ich verstehe dich ganz gut. Ja, gute Nacht, ne? Den Rest des Weges gehe ich nochmal alleine vielleicht, wenn es klappt. Wenn alles gut wird. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen da. Morgen ist ja frei und. Genau.
Muss gerade mal gucken. Also, ich werde dir nochmal schreiben wegen morgen. Ob ich morgen nochmal online komme. Ah, der hat mir geschrieben. Und ja, gute Nacht, lieber Dwin. Wie gesagt, ich schreibe dir wegen morgen nochmal. Morgen machen wir dann vielleicht nicht so ganz. Pinky schließt sich an. Ja, wir haben Pinky. Haben wir eine Waffe für sie? Eine gute? Ja, wenn wir wollen. Wir wollen die hier geben. Jetzt haben wir wenigstens jemanden, der kämpfen kann. was wollte ich gerade machen? Flo hat mir geschrieben, was passiert ist. Warum er tot ist. Und hier hatte ich noch was zu gucken. Ah, okay, gut. Morgen machen wir dann aber wirklich nicht mehr so lange. Weil das ist echt schon hart an der Grenze. Gel. Wir haben Essen genug. Wir haben von allem genug eigentlich gerade. Das musst du nur fertig. Entschuldigung, ich muss was trinken. Das müsste eigentlich noch fertig gebaut werden. Dann haben wir halt eine zweite Mauer schon mal. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Wenn gerade so Ausbrecher wieder da sind. Ne? Hier ist der Pinky und der Brain. Oh Mann. Ich merke, ich bin müde. Jetzt an. Wasser. Stinknormales Leitungswasser. Wir haben wieder einen medizinischen Notfall. Das wird Pinky sein, ne? Wie sieht's denn aus? Ja, gut, die packt das locker. Drogenherstellung. Jawohl. Jetzt müssen wir dieses Neutral Leaf Planting machen. Vorhin hatte ich einen Energy Drink noch gehabt. Aber ich merke, also auch ein bisschen Cola, so die Reste von gestern oder so war das. Oder vorgestern. Und ich merke halt, wie die Müdigkeit langsam kickt. Also man merkt so, Energy fließt ab, ne? Und jetzt kickt langsam die Müdigkeit und das merkst du dann schon. Aber auf der anderen Seite bin ich halt nicht so müde, weil ich war heute zum Beispiel gar nicht draußen. Und, ne? Es ist so zwiespältig. Na, auf der einen Seite ist man müde, erschöpft, der Körper sagt einem, geh schlafen. Und auf der anderen Seite ist es halt so, ja, renn noch einen Marathon. Das ist halt so das Problem. Oh, jetzt kickt echt die Müdigkeit. Ist halt immer so das Anstrengende an so langen Streams. Aber gut, ich streame seit 20 Uhr schon. Und wir haben jetzt fast 4. Also 8 Stunden. Ja, wobei 8 Stunden ist gar nicht mal, in Anführungsstrichen, so lange. Ich habe ja damals mal ein Kollege wollte einen 24-Stunden-Stream machen. Ich habe gesagt, ich hänge mich einfach mal dran. Der hatte halt die 24 Stunden auch nicht durchgehalten, aber bei 12 war das dann schon echt hart an der Grenze. Und das ist halt so das Problem. Also bei mir, ich glaube, ich würde niemals einen 24-Stunden-Stream schaffen. Ich weiß nicht. Und wenn, dann nur zu etwas ganz Besonderem, würde ich das tatsächlich mal machen. Keine Ahnung. Irgendwas wird's geben. 1000 Abos auf YouTube.
Sowas zum Beispiel. Oder